Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind auf der Rehbach wieder mal und es ist Zeit, ein bisschen zu arbeiten und die Schlepper aufs Feld zu bringen. Denn ihr seht es schon, wir sind wieder mal bei der Graswirtschaft und das heißt, wir werden jetzt hier wieder fleißig Ballen pressen, um für unsere BGA natürlich Arbeit zu haben. Und was natürlich noch viel, viel wichtiger ist, um unseren Kredit, den wir ja aufgenommen haben in der Zwischenzeit, für Felder und Geräten, wie zum Beispiel den Lintrack, die natürlich auch entsprechend hier wieder zu erwirtschaften, zu erarbeiten. So, ja, witzigerweise habe ich gerade, kurz bevor ich hier mit der Folge angefangen habe, gesehen, es gibt mal wieder ein Update von der Rehbach. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Der Yogi haut wieder mal einen raus. Ach, der Yogi, was sage ich denn jetzt? Der Yogi, der Kalle hat natürlich wieder einen rausgehauen. So, da müssen wir rum. Ah, ich habe die automatische Ablage noch nicht an. Das werden wir gleich tun. Und jetzt, ja, der Lintrack, der hat hier irgendwie ein Problem, habe ich den Eindruck. Ja, der fährt irgendwie andere Bahnen. Jedenfalls nicht die, die er fahren soll. Irgendwie hat er die Orientierung verloren. Und der Klaas ebenfalls. Also ich muss ja jetzt erstmal ein bisschen die Sache sortieren. Und dann gehen wir auf das Thema ein mit der Rehbach. Version 1.3 habe ich gerade gesehen. Wir spielen ja die Version 1.2 und der Kalle hat mal wieder an dem Hof rumgeschraubt. Aber wie gesagt, kommen wir gleich dazu. So, erstmal ihn hier mal losschicken. Dann hier nochmal den Klaas. Arion 650 mit dem schicken neuen Mähwerk, was wir uns ja gekauft haben. Auch von Klaas. So, Dele, vorne runterlassen. Hinten runterlassen, Gas geben und die letzte Bahn fahren wir selbst. In der Hoffnung, dass auch hier der Kollege Lintrack dann hoffentlich in der richtigen Bahn ist. Der scheint immer in die falsche Bahn zu wenden, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. So, erstmal hier mal ein bisschen sortieren. Das ist, wenn man halt mit so vielen Maschinen hier auf einem Feld unterwegs ist und mit so vielen Helfern, die manchmal keinen Plan haben. So, das hier einklappen. Das hier einklappen. Konnte man da vorne auch noch was einklappen? Ah ja, da kann man auch noch ein bisschen was einklappen. Jetzt stellen wir den erstmal hier zur Seite. Schick. Jo, machen wir noch schnell noch ein Thumbnail für die Ahnengalerie. Und ich sehe schon wieder, der Lintrack fährt schon wieder, weiß Gott wo, Augenblick, Motor aus. Wo ist der Lintrack? Der fährt schon wieder in der Bahn. Ich fass es nicht. So, jetzt machen wir das anders. So, Dele, jetzt schauen wir mal, ob das geht. Dann machen wir hier schnell eine Schwarz. Und dann schauen wir mal, ob er es dann packt. So, Dele, jetzt lassen wir hier den Helfer nochmal los. Und dann können wir, nämlich hoffe ich doch, noch ein bisschen hier Ballen pressen. Wobei, wir müssen jetzt erstmal den Ballen hier abladen. Wunderbärchenklärchen. So, und dann schalten wir erstmal die Hilfe wieder ein. Und dann schalten wir automatisches Ablegen anschalten. Ja, bitte sehr. Ich bitte darum. So, gleich wird es wieder tuten. Na, also. Sehr schön. Und was macht der Lintrack? Er versucht zu wenden. Und jetzt kann er eigentlich nur noch in die eine Bahn wenden. Naja, sehr schön. Naja, da wollen wir mal hoffen, dass es im LS25 alles besser und geschmeidiger geht, wenn wir die neue KI, die neuen KI-Elfer haben. Jo, worauf wollte ich jetzt hinaus? Also, wie gesagt, es gibt wieder ein Update und es wurde der... na, wie heißt er denn jetzt nochmal? Der Aussiedlerhof, der wurde anscheinend komplett umgebaut. Wurde neu gebaut. Es wurden auch einige neue Gebäude oder Updates von den Gebäuden gibt es auch. Habe ich das richtig gelesen? 6 wunderschöne neue Deko-Gebäude im Dorf. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Da habe ich jetzt die Einfahrt nicht richtig gekriegt. So, Manure-System wurde eingeführt. Dann neue Trecker bzw. ein neuer New Holland Drescher in der Rehbach-Edition. Ah, und der Aussiedlerhof wurde als Starthof jetzt festgelegt. Also wer jetzt mit der Rehbach startet, startet eben nicht mehr am Ahnenhof, sondern am Aussiedlerhof. Ja, das ist ja interessant und spannend.
Da bin ich mal gespannt. Ich habe mir das Ganze noch nicht ganz angeschaut. Muss ich noch mal machen, habe ich auch nur per Zufall gesehen, weil der gute Paddy da auch schon wieder ein Video gedreht hat. So, Schild am Ahnenhof korrigiert. Ach, was? Also das heißt, da wo wohl Eier drauf stand, also Milch und Eier, dass das nicht mehr der Fall sein wird, sondern nur noch ein Milchviehbetrieb. Okay, so, da muss ich mal gucken, denn wir spielen ja auch im Multiplayer die Version noch 1.2. Die neue Version ist jetzt also die 1.3. Und da will ich mal hoffen, dass die Kollegen nicht vorschnell das Ganze heruntergeladen haben, weil sonst kriegen wir natürlich ein kleines Problem im Multiplayer. Weil dann müsste ich ja auch updaten und ich muss mir das Ganze nochmal ansehen. Ja, warten wir es ab. Schauen wir mal. Multiplayer steht ja wieder am Mittwochabend an auf der Rehbach mit den Kollegen in unserem Projekt. Ja, ohne Plan, aber mit Elan. So, jetzt habe ich den Eindruck, dass ich hier wieder mal eingreifen muss. Ja, schnell in den Lindner, bevor der hier wieder irgendwelchen Unfug anstellt. So, wie machen wir das geschicktesten? Wie machen wir das am geschicktesten? Ja, machen wir doch so. Dann tun wir hier die zwei Dinger noch zusammenpacken und dann ist gut. Heidelei, heidelei. Ah, der Lindner. Wie ich ihn mag. Das ist doch richtig schön, ein Schlepper. Für so die kleinen Aufgaben, wie zum Beispiel hier Graswirtschaft, absolut dafür prädestiniert, für Wenden oder für Schwaden, absolut. Und natürlich halt auch Düngen und Spritzen mit den entsprechenden Geräten. Ist das genau der richtige Schlepper für den Hof. So, die letzte Bahn und dann geht's weiter. Dann packen wir den mal ein. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich mag ja diesen Schwader, aber beim Rückwärtsfahren ist es immer so ein bisschen ein Act, weil der ja irgendwie eine Lenkachse hat. Und dann haut das Ding manchmal ein bisschen zu früh und zu schnell in die Kurve. Aber naja, wir kriegen es gewuppt. Wir werden es irgendwie schon gewuppt kriegen. So, jetzt stellen wir den ja auch erstmal zur Seite und dann können wir in aller Ruhe später aufräumen, denn Sudele, denn das Pressen müssen wir selbst machen. Da hilft uns leider im Moment kein Helfer. Hier muss der Chef selber pressen. Sudele, wie weit sind wir denn? Es läuft hervorragend. Auf der Rehbach. Ja, da bin ich mal gespannt, was die Kollegen sagen und ob die auch schon gesehen haben, dass es ein Update kommt. Ich glaube, für die PC-Spieler ist es nicht ganz so dramatisch, aber die Consoleros, die müssen aufpassen, denn wenn das Update erstmal runtergeladen ist, dann haben wir ein kleines Problem. So. Dann hätten wir ein kleines Problem. So, Dele. Wir sind im Mai und ich bin jetzt am Überlegen, wenn wir hier dieses Feld wieder bearbeitet haben, ich bin dann noch am Überlegen, ob wir hier dann was anderes ansehen, zum Beispiel Soja oder ähnliches. Oder ob wir in den Bereich Strohwirtschaft gehen, denn es kam ja auch vor kurzem wieder das Update vom, lasst mich nochmal kurz schauen, das Update vom Straw Harvest Pack und darauf hätte ich eigentlich auch mal wieder Lust. Ist zwar ein bisschen aufwendig, muss man dazu, muss man da zugeben, jetzt habe ich es. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Pellets wirklich dann auch so das große Geld bringen. Und die Maschinen kosten ja ein Heidengeld, aber spaßeshalber könnte man es mit Sicherheit machen. Denn auf der Rehbach bietet sich so Dinge einfach an, weil hier hat man Platz, hier gibt es Grundstücke, hier gibt es Baugrundstücke, wo man zum Beispiel dann diese Halle aus diesem Harvest Pack dann auch installieren bzw. platzieren kann, um hier die entsprechende Produktion anzuwerfen. Um hier dann eben Pellets in Tüten, hätte ich jetzt beinahe gesagt. So, jetzt fahren wir hier lang. Na, und 100? Jo. Genau. Um dann eben zum Beispiel Strohballen aufzulösen und die dann eben zu verpacken in, auf Paletten. Dafür soll es ja dann auch wieder einen Euro mehr geben. Das Ganze würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen wollen. Ich habe das schon mal gespielt, ich habe es schon mal gespielt, aber eher wegen den Maschinen.
aber halt auch nur in der einfacheren Variante, nicht hier auch mit zum Beispiel, dass man drei Ballen nebeneinander ablegt und dann vielleicht mit dem Teleskoplader dann einsammelt. Das wäre ja auch mal eine Geschichte, die wir hier machen könnten, zum Beispiel mit Profi bzw. dem Halbautoload, den uns ja der Krone-Anhänger ja zur Verfügung stellt. Ihr wisst es ja, da kann man nicht neben die Ballen fahren, sondern man muss sie auf jeden Fall auf die Ladefläche ablegen. Aber dann sortiert er sie wesentlich ordentlich. Und da könnte man natürlich auch mal arbeiten damit mit den drei Ballen. Weil da gibt es ja ein System, dass die Krone-Presse, die Quaderpresse dann praktisch drei Ballen sammelt und die dann nebeneinander ablegt. Und dann kann man diese drei Ballen auf einmal schnappen und dann eben auf die Ladefläche von einem entsprechenden Ballensammler oder von einem entsprechenden Anhänger dann packen. So, sind wir schon fast durch. Oh, das ging ja schneller als gedacht. So. Natürlich müssen wir dann hier auch die Ballen einsammeln. Dann wieder zur BGA bzw. in unser neues Ballenlager bringen. Da können wir dann auch mal schauen. Da müssten, glaube ich, eventuell schon die ersten 10 Ballen auch wieder fertig sein, dass wir die in die BGA werfen können. Kann ja nicht schaden, noch ein bisschen Kleingeld zu machen. Mal unabhängig davon, dass wir natürlich auch Gärreste bekommen zum Düngen. Denn wir haben ja nicht umsonst den Lintrack ja auch mit dem Frontlader ausgestattet. So, da liegt noch ein bisschen Material. Das wird aber nicht reichen für einen ganzen Ballen, denke ich. So. Ja, tut's, aber es reicht nicht. Okay. Nee, da war, glaube ich, nichts mehr Größeres. Dann schalten wir aus, sammeln ein und bringen das Ganze wieder zurück. Ja, dann heißt es wieder ein bisschen aufräumen. Und dann holen wir den Anhänger. So, wo haben wir denn den reingestellt gehabt? Ah, das seitwärts, soviel ich weiß. So müssen wir den sauber machen. Nein, es geht. Der ist soweit sauber. So, den haben wir hier, glaube ich, da quer reingestellt. Ja, das passt so. Genau, sehr schön. So, dann müssen wir mal schauen, wo wir unseren Anhänger haben. Aber ich wollte erst nochmal kontrollieren. Wie sieht es jetzt mit Ballen aus? Wie weit sind die Ballen? Doch, wir haben Silageballen. Hervorragend. Da können wir ja auch den einen oder anderen Silageballen jetzt wegpacken. Da macht es auf jeden Fall Sinn, den Lintrack mit dem Frontlader auszustatten. So, hier ist die Wiese noch nicht so weit. Jetzt wollte ich gerade nochmal schauen, wie sieht es jetzt mit den Wiesen aus? So. Nee, die anderen Wiesen sind nicht erntereif, oder? Die 13? Nee, die haben ja alles erst angesät, gepflügt hier. Hier sehen wir sogar hier unsere entsprechenden Strichle. Ja, von der Aussaat. Da hat er einfach der Kückerling irgendwo was. Naja, gut, reden wir nicht drüber. So, die 13. Also es ist soweit nichts ready. Da oben auch nicht. Okay. Ja, stopp mal, wir müssen das Gras einschalten. Ja, jetzt sehen wir es. Okay, aber ich glaube, das ist überall die erste Wachstumsstufe. Die 13 müsste auch die erste Wachstumsstufe sein. Wir gehen mal kurz hier hoch zu unseren Schafen. Wie sieht es denn da aus in der Produktion? Na, also, da tut sich was. Da brauchen wir demnächst auch einen Stapelgabler. So, Material ist genug drin, 30 Tiere, 100%, die arbeiten für uns, so wie es sein soll. Ja, erntereif, aber das ist die erste Wachstumsstufe, das müssen wir eigentlich nicht, brauchen wir nicht, für die Tiere ist genug Material drin. So, dann bringen wir das mal weg. Das heißt, in diesem Monat werden wir nichts mehr ernten bzw. mähen. Was auch insofern Sinn macht. Denn wir haben ja genügend Ballen. Wir können jetzt ein paar Ballen wegbringen. So. Ja, da kommen wir genau rein, gell? Okay. Sehr schön.
Ja, würden wir vorne nicht zusammenklappen, dann kämen wir vermutlich nicht rein. Ja, okay, glitscht durch. Anscheinend keine Kollision. So, hatten wir für das Teil irgendwie ein Gewicht? Haben wir das nicht irgendwo hier liegen? Arr. Ja, ich überlege jetzt gerade. Nee, wir machen das mit dem Lindtrack. Dann schauen wir jetzt nochmal. Dann schauen wir hier nämlich nochmal auf das Schild. Also dieses Schild soll jetzt auch entsprechend upgedatet sein, sodass da nicht mehr steht frische Milch und Eier, sondern vermutlich nur noch frische Milch. Denn die Hühner sind ja verschwunden mit dem letzten Update, mit dem, das wir jetzt hier auf dem Schirm haben. Da wurde ja dieser Hof schon kräftig umgebaut. Ich überlege die ganze Zeit, wo ist denn das Gewicht? Ach, haben wir das hier irgendwo hingeschmissen? Da haben wir was, okay, sehr schön. Ja, da kommt man langsam ein bisschen durcheinander. So, dann schnappen wir uns hier den Anhänger, den guten Krone. Und dann wieder raus aufs Feld und Ballen eingesammelt. Und dann freue ich mich schon wieder auf den Multiplayer mit den Kollegen. Und da soll ja diesmal dann auch der Daniel dazukommen. Dann sind wir wieder, dann sind wir vollzählig. Dann sind wir 6 Mann auf der Rehbach. Und dann ist das Team Rehbach komplett. So. Insofern bin ich auch gespannt, weil der Daniel nämlich mit der PlayStation 4 unterwegs ist. Dann haben wir hier PC, PlayStation 5, PlayStation 4. So. Ah, was machen wir jetzt mit dem Fendt? Den stellen wir erstmal auf den Hof. So, hier geht's rein. Ah, wir könnten natürlich mit dem schon mal den Gülle. Wo ist denn eigentlich der Gülle? Ah ja. Nee, Mist, denn nicht. Ja, jetzt muss ich nochmal gucken, denn der Plan war eigentlich hier eventuell was anzusehen, aber wir sind ja jetzt in welchem Monat? Im Mai, das hätte ich auch hier sehen können. Saatzeitpunkt. Boah, wir könnten Mais ansehen oder eben die Sojabohnen, wenn wir die Sojabohnen ansehen. Das könnten wir natürlich mit unserer Direktsaatmaschine, denn wir haben ja jetzt hier das weitere Grasfeld. Also ich meine, wir haben jetzt 1, 2, 3, im Moment 4, 5 Grasfelder. Ja, weil hier auf der 13 haben wir ja auch Gras. Und wir hatten ja nur dieses kleine Feld hier für Stroh. Ja, dann würde ich es eventuell anbieten, dass wir hier dann doch noch was anderes ansehen. Jetzt muss ich nochmal überlegen, die Köckerling hatte... Ach, was gibt es denn hier Schönes? Eine Krone. Presse. So, den haben wir. Das, da spielt dich die Musik. So, die Seetechnik. Ja, das war ohne Düngen. Ne? Also das heißt, wir können auf jeden Fall düngen. Schon mal ein bisschen vordüngen. Das heißt, wo ist sie denn? Wo ist denn jetzt das Fass? Hä? Wo habe ich denn jetzt das Fass versteckt? Oh, nicht zu fassen. Hinterm Deutz. Da müssen wir wieder ein bisschen rangieren hier. Huch. Sind wir, glaube ich, gerade oben mit der Kabine hängen geblieben. Ja, merkt man halt schon den Unterschied
zwischen dem Fendt und dem Deutz, was die Höhe angeht. So, Dele, das passt. Ah, wir könnten mal kurz gucken. Die BGA, beziehungsweise, genau, was hat denn die an Gärresten? Stopp. Gärreste, 158. Ja. Wir können natürlich erstmal die Gülle ausbringen und erstmal voll machen. Ah, jetzt. Wo ist denn jetzt? Ah, stimmt. Ja, hier gilt auch so ein bisschen im Moment das Motto planlos. Wir müssen hier lang. Wir können auf jeden Fall mal ein bisschen Gülle hier abzapfen, denn es ist ja sowieso was drin und dann kann ich eh keine Gärreste nachtanken. Was jetzt? Ach, das sind Gärreste. Falsches Symbol, dann ist es nämlich gerade umgekehrt. Wir können jetzt keine Gülle nachtanken. So rum. Oh, manchmal ist man aber... Naja, ihr wisst schon. Ein harter Arbeitstag liegt hinter uns. Und ein ereignisreicher vor uns. So, dann fahren wir mal hier zur BGA, machen das Ding voll und bringen das Ganze hier schon mal in Position, in Startposition. So, jetzt wäre da was, aber jetzt geht was, oder? Jetzt können wir befüllen. Sehr schön. Also, Material ist genügend da. So, dann fahren wir mal rüber. Und dann statten wir den Lindtrack aus. So, also auch das hier in Position gebracht. Und jetzt den Kollegen hier wegbringen. Und das wird jetzt wieder spannend mit dem Einparken. So. Ja, wo wollen wir rein? Mal ein bisschen näher ran. Und jetzt wieder gucken wir. Ah! Ja, diese Lenkung. Die macht's nicht leicht. Die macht's einem nicht leicht. Aber wir kriegen es hin. Sehr schön. So, und jetzt ist natürlich wieder die Frage, wo habe ich jetzt wieder diesen Frontanbau? Auch hier muss ich jetzt wieder erstmal suchen gehen. Wo habe ich denn das jetzt wieder hingeschmissen? Aber ich glaube, das ist in der kleinen Halle. So, haben wir Allradlenkung? Jep, wir haben Allrad. Das heißt, wir kommen hier schön um die Kurven rum. So, rasen wir hier wieder mal über den Hof. Ja, da ist es doch. Genau. So, Dille. Dann schmeißen wir mal erstmal das Gewicht ab. Boah, das ist halt super mit dieser Allradlenkung. Da kommt man wenigstens rum. Als würde man fast auf der Stelle wenden. Zack. Sehr schön. Und dann mal raus aufs Feld und schon mal anfangen, hier die ersten Ballen aufzusammeln. Wunderbärchenklärchen. Ja, Zeit ist Geld, deswegen müssen wir uns ein kleines bisschen sputen. Hier auf jeden Fall. So, dann müssen wir mal schauen. Wir kriegen doch auch hier mit Sicherheit zwei Ballen drauf, oder? So, einmal. Oh, da geht er aber schon in die Knie, ne? Ich meine, ich habe Radgewichte und hinten ein Gewicht. Wie schwer sind denn die Ballen?
Ach du Schande. Ja, da war der Klaas aber, glaube ich, ein bisschen, ja. Also es geht, aber der ist wirklich dann an der Grenze. So, da müssen wir hier wieder den Load, die Automatik, die Einschaltautomatik sozusagen. Also, Arbeitsstellung, easy. Arbeitsmodus, nein, auf keinen Fall easy. Arbeitsmodus wechseln. So, Pro. Arbeitsstellung, jetzt geht's los. So. Und das heißt halt, ich muss auf jeden Fall die Ballen hier drauf packen. So. Hervorragend. Und jetzt überlege ich gerade, macht es eventuell Sinn, die Ballen so aufzunehmen? Ja, es könnte auch sein, dass natürlich der Frontlader auch ein bisschen zu lang ist. Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Dadurch ist natürlich der Hebel. Ne, dadurch ist der Hebel natürlich größer und dann geht er eher in die Knie, wenn die Ballen da vorne sind. Ja, man merkt es halt. Ja, ja, er hat Schwierigkeiten, er hat hinten fast keinen Grip. Also große Rennen können wir hier nicht fahren auf der Rehbach. Auf der Rehbach 1.2, Freunde, das soll es wieder gewesen sein für die heutige Folge. Ich werde jetzt hier fleißig Ballen einsammeln und wir werden uns dann sehen, wenn wir die Ballen eingesammelt haben und dann anschließend wieder mal die BGA füttern wollen. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier wieder bei mir auf dem Kanal. Bis dahin sage ich wie immer, tschüss, ciao, euer Baden-Farmer.